Zuerst mal in die USA, ein bisschen sportlich. Die Kansas City Chiefs haben den Super Bowl nämlich erneut gewonnen. Als erstes NFL-Team seit 19 Jahren konnten sie ihren Titel damit verteidigen. Das Finale gegen die San Francisco 49ers war an Spannung phasenweise kaum zu übertreffen. Denn zunächst sah es so aus, als wären die 49ers stärker und als könnten sie das Spiel auch für sich entscheiden. Haben aber kassiert viele Strafen für Abseits zum Beispiel, aber eben auch Festhalten. Und ein Vorteil war das eben für die Kansas City Chiefs. Das Team rund um Star-Quarterback Patrick Mahomes konnte schließlich das Ruder herumreißen, entschied die Partie also für sich. Unterhaltung gab es natürlich auch. Hier haben wir sie, war das jetzt schon? Das war schon Taylor Swift, die ihren Freund da geküsst hat. Genau, den wir jetzt aber gesehen haben, das war Usher. Der hat dann in der Halbzeit mal so ein bisschen ein paar Songs zum Besten gegeben. Und jetzt kommen wir zu Taylor Swift. Die war natürlich auch da, hier sehen wir sie nochmal. Die ist direkt ja, von Tokio eingeflogen nach einem Konzert und kam dann auch noch pünktlich an zum Spiel, weil sie hat natürlich ihren Freund, wie heißt er nochmal? Travis Kelce. Ja, Travis, danke vor uns. Gerne. Travis Kelce. Wenigstens eine, die was danke unterstützt entsprechend. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.